Musikjournalismus ist ja ein Teilgebiet des, wie man so schön sagt, Qualitätsjournalismus. Der steht zwar unter Druck, aber nicht, weil er nicht gebraucht würde oder nicht mehr relevant ist, sondern aus rein ökonomischen Gründen, weil viele Tageszeitungen sich das nicht mehr leisten können im Wettbewerb. Da habe ich eher die Sorge, dass die Ökonomisierung, dass, sagen wir mal, die Kultur der Musikkritik irgendwie beschädigen kann, so nach dem Motto, da geht es nur noch um Auflagenstärke und Werbung und so weiter. Und dann nimmt man sich nicht mehr die Zeit für kluge Gedanken und investiert kein Geld mehr in Gehälter für kluge Leute, die dann auch den Diskurs anregen. Diese Ökonomisierungsgefahr sehe ich. Das ist aber keine Gefahr, die speziell durch die Digitalformate kommt. Sondern auch im Digitalbereich gibt es gute Musikjournalisten und wird es auch weiter geben. Ich glaube, es wird immer Musikjournalismus geben. Wahrscheinlich weniger, weil einfach die Menschen sich, ohne auf Musikjournalismus zu achten, im Netz bewegen und weil der Mensch auch sehr bequem ist. Das muss man ja dazu sagen. Das heißt, wenn es der Algorithmus für mich macht und meine Musikauswahl für mich trifft, ist das natürlich unter Umständen bequem, genauso bequem, wie wenn ich mich bei einem linearen Radioangebot in Anführungsstrichen auch berieseln lasse. Trotzdem ist das natürlich der Anspruch, den wir gerade auch als öffentlich-rechtliche Sender haben, dass wir eben auch noch diesen Markt von Menschen scannen lassen und nicht nur von irgendeiner künstlichen Intelligenz. Das Kernfeature von Algorithmusempfehlungen ist ja das Bubble-Prinzip. Im Prinzip, du kriegst ja mehr von dem gezeigt, was du sowieso schon hörst. Und der Algorithmus will dich ja mit was bedienen, was du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch anhörst und nicht irgendwas, was gar nicht zu dir passt. Und für uns als Redakteure ist es total essentiell, Sachen zu veröffentlichen, mit denen wir selber nichts zu tun haben, weil wir hören ja nicht alle Genres in gleichem Maße, in gleichen Mengen, sondern wir müssen ja auch regelmäßig Artikel über Künstler bringen, die uns selber vielleicht nicht so sehr begeistern, aber wo wir wissen, dass das für andere wichtig ist. Und wenn wir also nur nach dem gehen würden, was in unserer eigenen Bubble uns vorgeschlagen wird, dann würde uns ja total viel entgehen. Deswegen ist es total wichtig, dass wir eigentlich auch proaktiv gucken, dass wir über unseren eigenen Tellerrand und unsere eigenen Hörgewohnheiten auch hinwegsehen und gucken, was es rechts und links davon noch gibt und in Genres gibt, die wir privat vielleicht gar nicht so viel hören. Ich glaube, wenn sich jemand nur auf algorithmenbasierte Empfehlungen verlässt und daran sozusagen weiterarbeitet und dabei ja auch neue Datenspuren hinterlässt, die ja dann diese Vorlieben auch noch verstärken, dann kann es schon passieren, dass die Dinge, die halt links und rechts von diesem Profil liegen, dass die gar nicht mehr in die Reichweite eines Kunden, eines Konsumenten, eines Musikliebhabers kommen. Und da ist noch ein Effekt zu beachten. Die Daten, auf denen diese ganzen Algorithmen ja basieren und auf denen die Profile gemacht werden, die sind ja sämtlich Daten aus meiner Vergangenheit. Und ich finde das durchaus ein gewisses Risiko, wenn man nur den Algorithmen folgt, folgt man seinen eigenen Datenspuren aus der Vergangenheit. Und ich denke manchmal, da ist so eine gewisse Weiterentwicklungsmöglichkeit dann auch verbaut. Also meine Erfahrungen, gerade auch was Musikprodukte angeht, sind schon so, dass mich das manchmal langweilt, was mir Algorithmen irgendwo vorschlagen. Das ist schon ein großer Unterschied, weil ich mich ja auch gerne mal überraschen lassen möchte. Und es ist nicht immer überraschend, was Streamingdienste oder Plattformen einem zur Verfügung stellen. Es geht halt alles mehr in Nischen. Es ist eigentlich völlig egal, ob es jetzt Musik ist, die mehr sich in der Nische bewegt, oder ob es Instrumenten, Sachen, die ja bei uns auch genauso stattfinden, das geht auch immer mehr in Nischen. Und da werden sich Medien weiter positionieren können, glaube ich. Also das ist, glaube ich, sogar, das ist wahrscheinlich so das, wo es hingeht. Das Angebot ist halt riesig und man ist als Konsument auf irgendeine Art darauf angewiesen, wenn man jetzt nicht sagt, also die Leute, die früher gesagt haben, was hörst du so, ich höre Radio und halt jetzt einfach hören, was im Radio lief und jetzt sich durch ihre Spotify-Empfehlungen klicken,
das ist natürlich das eine, was funktioniert. Andere Leute, die sich da vielleicht ein bisschen ernsthafter mit beschäftigen, ich will das gar nicht abwerten, das andere, aber sich da irgendwie mehr reinsteigern in das ganze Thema, die recherchieren natürlich auch mehr und die sind darauf angewiesen, dass irgendwie diese redaktionelle Empfehlung wahrscheinlich immer noch eine große Rolle spielt. Ich glaube, wenn journalistische Inhalte wirklich diesen Qualitätsunterschied machen, also wenn es eben nicht nur darum geht, dass irgendwelche Algorithmen irgendetwas anbieten, sondern sich Journalisten Gedanken machen darüber, was könnte mein Publikum interessieren und wie kann ich es vor allem mit Qualitätsinhalten versorgen. Also wirklich, indem ich über meine Quellen spreche, indem ich tatsächlich auch den Hintergrund erkläre, wie ich zu Meinungen komme und warum ich etwas anbiete. Und wenn der Mensch immer noch den kleinen Unterschied macht zur künstlichen Intelligenz, in diesem unübersichtlichen Dschungel der Angebote können Journalisten Orientierung geben und Einordnung. Und das kann künstliche Intelligenz noch nicht. Ich glaube, eine Qualität von einem Musikjournalisten ist halt auch einfach zunehmend überhaupt Schritt halten zu können mit der digitalen Entwicklung, weil einfach so viel so schnell passiert und vor allem auch die Release Zahl, einfach die schiere Anzahl von Releases ja so durch die Decke geht seit Jahren. Das zum einen und dadurch, dass Social Media einfach immer mehr Selbstdarstellung mit sehr unterschiedlich viel Substanz dahinter ist, ist glaube ich auch halt die Fähigkeit zu sehen, bei welcher Band steckt wie viel musikalische Substanz hinter einer vielleicht guten Vermarktung. Das heißt aber nicht, dass nur weil die Band gute Promo hat oder sich gut vermarktet, dass die Musik immer gleichermaßen ergiebig interessant oder für das Magazin, die ja durchaus sehr unterschiedliche Ansprüche haben, halt auch unterschiedlich interessant ist. Also ich glaube, dieses, da so ein bisschen die Durchsicht haben und den Überblick haben, ist schon ziemlich essentiell. Also ich bin letztlich ein Idealist, der denkt, dass Qualität sich irgendwann auch durchsetzt. Es dauert zwar manchmal lange und es gibt Durststrecken und Ähnliches. Dieses Setzen auf Reize, es ist ja die Aufmerksamkeitsökonomie und man muss halt möglichst laut schreien oder irgendeinen Tabubruch begehen, damit alle zuhören. Das ist so ein Modus der letzten 10, 20, 30 Jahre. Und ich denke, hier traue ich mich mal so ein bisschen Vorhersage zu machen, der wird sich auch ermüden. Und dann kommt eben die Rückbesinnung auf Qualität. Also von daher würde ich auch niemals guten Musikjournalisten empfehlen, einfach die auf dieses Reizschema zu gehen und dann eben auch noch lauter zu schreien als die anderen. Das bringt nichts, weil das können die anderen eh besser. Ja? Und wenn die anderen schon so gut Schaum schlagen können, muss nicht ein Musikjournalist, der eben auf Qualität setzt, auch noch Schaum schlagen, sondern sollte auf Qualität setzen. Das, wie gesagt, es kann mühsam sein, aber ich glaube, dass wir Menschen doch irgendwo auch einen Sensor für Qualität haben.